Herzlich willkommen zum heutigen IDEAS Aktiencheck der Societe Generale. Mein Name ist René Bertheit und ich begrüße Sie recht herzlich. Es ist Montag, der 14. September 2020, 10.14 Uhr. Und bevor wir uns die ersten oder die beiden heutigen Aktien anschauen, wie immer, der Risikohinweis, der rechtliche Hinweis. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu Informationszwecken. Und außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wider, nicht die der Societe Generale. Nachdem wir das abgehakt haben, wollen wir uns dann heute zunächst einmal die deutsche Börseaktie anschauen, die kurzfristig, aber auch mittelfristig spannend, ja, je nachdem von welcher Seite man das betrachtet, spannend und riskant zugleich ist. Auf der einen Seite, ich habe hier mal ein bisschen rausgezoomt, sieht man, dass die Aktie den Corona-Crash sehr, sehr gut verdaut hat, bis in den Bereich von 170 Euro angestiegen ist und dort auf Widerstand stieß. Dieser Widerstand sorgte dann für eine Korrektur und die Korrektur hat leider noch Bestand. In der letzten Woche, wenn ich jetzt ein bisschen reinzoome, sieht man, dass die Kurse ausgehend vom EMA 200 eine kleine Kaufwelle starten konnten. Heute die Aktie aber unter den schwächeren Werten zu finden. Derzeit gibt sie 0,49% nach und scheitert damit potenziell im Widerstandsbereich aus dem ja EMA 50 und diesem letzten Konsolidierungstief. Zusammen mit der bisher laufenden Abwärtsbewegung, die wir hier immer noch ausmachen können, ist das Risiko für die auf der kurzfristigen Ebene natürlich vorhanden. Die Aktie könnte dort in den nächsten Tagen nochmal zum EMA 200 zurückfallen, hat hier dann im Bereich von 145 Euro auch einen, ja, ich sag mal, eine Mehrfachunterstützung, zum einen aus dieser unteren Trendlinie, zum anderen auch hier aus dieser alten Konsolidierungsebene, sodass dort nochmal eine Stabilisierung einsetzen könnte. Und das wird dann sehr spannend, denn wenn das Ganze gelingt, wenn wir hier nach unten keinen größeren Druck bekommen und auch nicht nachhaltig und dynamisch unter 145, 143 Euro zurückfallen, dann könnte man die gesamte Entwicklung als Flaggenformation bezeichnen. Und das wäre hier natürlich eine interessante Möglichkeit, um einen größeren Boden auszubilden, anschließend die Flagge zu durchbrechen und dementsprechend dann dort in Richtung 170 Euro und darüber hinaus durchzustarten. Also, fassen wir zusammen. Kurzfristig ist die Aktie immer noch angeschlagen. Wir müssen ja nochmal auch mit einem Test des unteren Supportsbereich des unteren Tiefs aus der aktuellen Konsolidierung rechnen. Da könnte es hier ausgehend von den aktuellen Notierungen durchaus zu solch einer Verkaufswelle kommen. Mittelfristig aber hat die Aktie Chancen, vor allen Dingen, wenn wir die Flagge bullisch verlassen. Das heißt, wenn wir hier die Trendlinie knacken, am besten dann auch den Bereich um 160 Euro, dann könnte es nämlich auf zu einem neuen Jahreshoch gehen. 170, 180 Euro wären dann in den nächsten Wochen möglich. Schauen wir uns auch nochmal die bärische Situation an. Falls die Bullen hier wirklich nicht nur kurzfristig Schwierigkeiten haben, sondern auch mittelfristig, sprich wenn wir die Flagge nach unten hin auflösen, wo können wir dann uns hinbewegen, was wären mögliche Ziele, Schrägstrich Risiken, müssen wir ebenfalls ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir, dass wir hier eine alte Konsolidierungszone haben, zudem noch ein offenes Aufwärtsgap. Das ist auch ein Preisbereich, den wir im letzten Jahr als Unterstützung genutzt haben, sodass wir hier dann auf der Unterseite, falls es zu einem dynamischen Ausbruch nach unten kommt, mit Zielen auch im Bereich von 135, 130 Euro auch knapp darunter rechnen müssen. Das wären dann mögliche Abwärtsrisiken im Falle einer bärischen Auflösung. Handeln kann man natürlich wie immer beide Seiten. Ich habe ja auch mehrere Möglichkeiten angesprochen, auch auf der kurzfristigen und mittelfristigen Ebene. Ich habe Ihnen exemplarisch zwei Zertifikate mitgebracht. Das Long-Zertifikat, das ist die CL9FCU, natürlich Open-End, Basispreis und K.O. 128,708 Euro, Hebel 6,30 und Bezugsverhältnis hier in diesem Falle 0,1. Und auf der Short-Seite haben wir dann ebenfalls ein Open-End-Zertifikat, das ist die CU79B6. Exemplarisch natürlich für viele andere mögliche Zertifikate. Wir haben hier Basispreis und K.O. 172,164 Euro, Hebel 8,19 mit einem entsprechenden Bezugsverhältnis von 0,1. Ja, soweit zum ersten Wert zur deutschen Börseaktie heute. Eine durchaus spannende Aktie. Ich möchte aber mit Ihnen auch noch eine zweite Aktie besprechen. Und zwar ist das die Telefonica Deutschland Aktie, die ebenfalls relativ interessant ist.
Ja, wir sehen hier, ich zoome auch hier noch erst einmal raus, dass die Aktie schon relativ fortgeschritten ist in einer Abwärtsbewegung. Wir haben den Corona-Crash ja doch relativ gut verdaut. Wir sind auf alle Fälle nicht auf ein neues Allzeithoch gestiegen, davon sind wir relativ weit entfernt. Ja, aber wir haben zumindest die Verluste aus der Corona-Krise wettmachen können, sind dann aber leider erneut im Widerstandsbereich um 2,88 Euro. Knapp 3 Euro gescheitert und haben hier eine relativ starke und dynamische Korrektur im Grunde eingeleitet. Man könnte aber auch hier diese gesamte Abwärtsbewegung als eine Art Flaggenformation werten, zumal wir ja auch nicht die gesamte Rallye seit März verkauft haben, sondern, und das ist durchaus interessant, in einem Preisbereich um 2,25 Euro stehen geblieben sind. Das ist auch ein Preisbereich, den wir schon im letzten Sommer mal gesehen haben und der auch dort eine größere Kaufwelle einleiten könnte. Und gleichzeitig ergibt sich hier natürlich die Möglichkeit, eine ja potenzielle große Schulter-Kopf-Schulter-Formation auszumachen mit dem ja mit der Möglichkeit, jetzt an der rechten Schulter angekommen zu sein. Das ist natürlich eine sehr große langfristige Formation. Vollendet wird diese erst, wenn wir über knapp 3 Euro ansteigen, also die Nackenlinie hier nach oben durchbrechen. Und das ist genau der Punkt, den man momentan ein wenig im Auge haben könnte, denn das Unternehmen ist hier, beziehungsweise der Aktienkurs kann sich hier im unteren Bereich stabilisieren. Wir versuchten in den letzten Tagen den Widerstandsbereich um 2,40 Euro zu knacken. Mit Ansätzen oder in Ansätzen ist das auch gelungen. Wenn wir hier weiter dranbleiben, bestünde die Möglichkeit, jetzt die Korrektur seit Juni zu beenden und gleichzeitig die nächste Kaufwelle mit einem ersten großen Ziel im Bereich von 2,80 bis 3 Euro zu starten. Das Ganze steht natürlich auf relativ wackeligen Beinen, denn wir bewegen uns unterhalb der gleitenden Durchschnitte und man sieht es auch hier, auch die Abwärtstrendlinie ist noch nicht vollends geknackt worden. Das heißt, hier ist immer noch eine gewisse Gefahr da, dass wir zwar einen Rallye-Versuch sehen, der aber am Ende scheitert. Sollten wir hier in diesem Preisbereich dann scheitern, nachhaltig abprallen, dann müsste man noch einmal mit Kursen bei 2,30 Euro, 2,20 Euro rechnen. Auch ein kurzfristig neues Tief im Bereich von 2,10 Euro wäre möglich. Das ist dann aber auch hier nochmal eine Unterstützungszone und auch dann besteht am langfristigen Ende immer noch die Möglichkeit, hier eine große Bodenformation auszubilden. Aber kurzfristig wäre der Versuch dann zunächst einmal gescheitert. Auch die Telefonica Deutschland Aktie kann man natürlich handeln, sowohl Long als auch Short. Ich habe Ihnen zwei Zertifikate mitgebracht. Das Long-Zertifikat wollen wir uns natürlich exemplarisch als erstes anschauen. Das ist die CL7G69 Open End Basispreis um K.O. bei 2,145 Euro. Und da die Aktie auch relativ günstig ist vom preislichen her, hat sie ein Bezugsverhältnis von nur von 1, also das Zertifikat ein Bezugsverhältnis von 1 Open End, wie gesagt. Und auf der Short-Seite ist es die SB9ZZS, hier ebenfalls ein Bezugsverhältnis von 1 mit einem Basispreis von 2,794 und einem Hebel von 6,19. Auf der Long-Seite hatten wir einen Hebel von 8,37. Soweit zum heutigen Ausblick auf zwei interessante Aktien. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen, viel Erfolg.